Moin Leute und willkommen zurück zu Lisa nach einer etwas längeren Pause, sage ich mal. Ich war halt viel beschäftigt, Faulheit im Alltag, ihr kennt das Ganze ja irgendwo. Und mitunter auch Fallout hat eine gewisse Rolle dabei gespielt, sage ich mal. Und wenn ihr euch wundert, dass ich mich anders anhöre, ja, ich sollte mich auch anders anhören, denn ich habe ein Mikrofon. Und zwar so ein kleines Ansteckmikrofon an meinem richtigen Mikrofon. Also an meinem Headset-Mikrofon. Klingt ein bisschen komisch, ist aber so. Und ich glaube, es hört sich trotzdem besser an als mein Mikrofon. Also ihr wisst schon, mein Headset-Mikrofon. Und ja, gebt mir doch mal Feedback, ob sich das besser anhört für euch oder schlechter. Also schlechter wahrscheinlich als das richtige Tischmikrofon, aber darauf habe ich leider keinen Zugriff mehr, keinen richtigen mehr. Daher muss man jetzt damit vorlieb nehmen, aber ich glaube, so schlimm hört sich es auch gar nicht an. So, zurück zu Lisa. Ja, wie man schon, wie ihr vielleicht wisst, wir wollten uns anderes angucken. Ich habe mal mir erlaubt, schon mal weiter zurückzugehen. Bis zu dem Ort, wo wir loslegen können. Und zwar zu Resort Island. Beach Resort. Das hört sich gut an. Lass uns gehen. Yep. Go to Resort Island. Läuft. Ja, auf jeden Fall, das ist halt die Story so dahinter. Aber ich dachte, Lisa muss man langsam mal zum Abschluss bringen. Außerdem bahnen sich schon wieder langsam andere Projekte hier in den Weg. Oh, sieht gut aus. Wir sind da. Also erstmal natürlich Fahrrad aufsetzen. Also aufs Fahrrad aufsetzen, so. Coca-Cola. Ich kann es immer noch nicht aussprechen. Coca-Cola. Coca-Cola. Ist mir auch egal. Das sieht gut aus. Resort. Okay, es sieht schon ein bisschen gruseliger aus. Es hat zu verstehen, was es ist, was es auch sagen soll. Ja, dasselbe. Okay. Na, dann mal hoch hier. Okay, sieht vielleicht auch nicht mehr so ganz paradiesisch aus. Erinnert mich so ein bisschen an, wie heißt dieses Zombie-Spiel nochmal? Ihr wisst schon, Zombie-Spiel auf der tropischen Insel. Dead Island? Kann sein, ja, ich glaube schon. So erinnert mich das gerade ein bisschen dran, aber. Okay, what is this? Sieht ein bisschen gruselig aus. Aber es tut mir nichts. Nichts zu holen hier. Es blockiert den Weg. Was zur Hölle, Alter? Ich hab gerade irgendwas gedrückt. Ich dachte, ich hätte gerade irgendwas gedrückt. Okay, das ist sehr nach Zombie Island. Dead Island. Ich hab schon wieder irgendwas gedrückt. Das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Diese Lampen. Oh, was? Ach! Interessant. Das war jetzt purer Zufall, aber das war natürlich geplant. Da geht's weiter, da will ich aber noch nicht gucken. Es ist ein ganz bisschen creepy, aber irgendwo bin ich es auch von Lisa gewohnt, ne? Die Treppen sind blockiert. Ach, jetzt kann ich hier so rumlaufen. Okay, wieder irgendwelche kranken Fantasien. Ganz bisschen creepy. Ganz bisschen. Okay, aber wir können ja noch durch den Lüftungsschacht, der ja eigentlich der Hauptweg zu sein scheint, weil das andere ist ja nur eine Sackgasse. Oh, er lässt mich durch. Ah, ganz bisschen creepy wieder. Ganz bisschen. Ist das eine Trompete? Eine armselige konstruierte Statue. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die Gleiche durchkämpfen muss. Aber hier, es gibt ja auch nichts. Ist ja komisch.
Ich überlege immer, ob es irgendwas mit diesen Lampen auf sich hat. Es wirkt halt irgendwie so, weil es hat immer Klick gemacht. Das ist nur der creepige Teil. Erstmal runter. Vielleicht passiert ja gleich noch irgendwas. Die sehen auch irgendwo komisch aus. Es gibt ein paar, die anders aussehen. Das finde ich lustig. Alles untersuchen, aber irgendwie ansonsten so, oder das soll einfach nur creepy sein. Das kann natürlich auch sein, aber es muss ja schon irgendwie einen Verwendungszweck an sich haben. Ne, es gibt auch nur dieses Hotel. Hm. Entweder soll das einfach nur echt abfuckend sein und... Ja, ich weiß nicht. Es soll einfach nur abfuckend sein, weil ich meine, was anderes kann ich mir eigentlich gerade hier nicht drunter vorstellen, weil die Lampen kann ich auch nicht mehr drücken. Also zumindest keine neuen Lampen kann ich drücken. Ich kann nirgendwo mit interagieren. Also es ist nur typisch creepy und ich weiß jetzt wieder, warum ich mir so lange Zeit gelassen habe, um mit diesem weiterzuspielen. Nee, hier ist auch nichts. Außer er hat wieder irgendwelche Flashbacks mit seinem Vater. Naja, also Flashbacks kann man nicht sagen, aber ihr wisst schon, Drogen und so. Und ist manchmal diese Hüte tragt. Kann ich da irgendwas mit, kann ich da irgendwie noch mit interagieren? Nee, ich habe ja nichts in der Hinsicht, glaube ich. Nee, es gehört ja alles zum Hauptspiel. Dann soll das, glaube ich, wirklich nur abfuckend sein. Oder ich guck noch mal gerne nach im Internet demnächst. Hey, ich hab doch schon wieder... ihr habt das Klick doch auch gerade gehört. Da hab ich doch irgendwas gerade gemacht schon wieder. Ich bin verwirrt. Also es sind nicht nur die Lampen, mit denen ich interagieren kann vielleicht, sondern generell. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche einfach gerade die ganze Zeit A zu drücken und irgendwie mit irgendwas zu interagieren. Außer dem Ding. Das heißt, es macht diese komischen Klickgeräusche, das ist das Komische. Das jagt mir nicht Angst ein, aber das muss doch irgendwas zu bedeuten haben. Mal sehen, ob ich nochmal dieses Klickgeräusch irgendwie holen kann. Hoppala, war ich ja eben schon drin. Doch, da war wieder ein Klick. Vielleicht muss ich alle finden, ich habe keine Ahnung. Mit irgendwas interagiere ich auf jeden Fall. Oder ob ich in der gewissen Reihenfolge, aber ich kann hier bestimmte Lampen nicht wieder drücken. Also es resettet sich nicht. Das ist irgendwie so ein... Du musst den und den Schalter in der Reihenfolge treffen. Weil dann könnte ich hier, glaube ich, ewig sitzen. Aber jetzt habe ich eigentlich alle Schalter erwischt. Also, ich habe jetzt überall einmal versucht zu interagieren. Ah, tatsächlich. Boah, das war voll das Geheimnis und ich hab's voll gelöst, ey. We can get away. Aha. Nettes Achievement. Okay, das sieht nicht gut aus, aber ich zieh's mal durch.
Ein Dandy Boy. Was war ein Dandy Boy, bitte? Also, Dandy Boy in Form von Ausrüstung. Eine Power, eine Werf. Eine starke Kanone für schwache Männer. Alter, was? Junge, er macht doppelt so viel Angriff damit. Mein Harvey. Snubby? Er ist tot, ja, das ist richtig. Mal sehen, was haben wir denn noch? Ein Silk Poncho, ja, erhöht nochmal ordentlich die Werte. Der Ausflug lohnt sich. Was hatte ich noch bekommen? Das Ding, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Aber es kann auch keiner von meinen Leuten tragen, also daher. Ist es auch egal. Jetzt darf ich wahrscheinlich, kann ich betteln? Wahrscheinlich kann ich betteln, ne? Nein, dieser ist komplett gegangen. Es wurde gekillt. Oh, Drogen. Drogen! Okay, mehr gibt's hier nicht. Aber vielleicht muss ich mich jetzt zurückbetteln, wer weiß das, ne? Diese sind doch sehr creepy im Hotel. Aber es hat sich schon mal gelohnt. Okay, ich kann nicht gegen die kämpfen. Ist vielleicht auch besser so, gegen die will ich auch nicht mehr kämpfen. Aber es hat sich ja gelohnt irgendwo. Schon irgendwie lustig auf jeden Fall. Ja, das war's dann im Grunde schon hier auf der Insel. Ich bin froh, dass ich das Geheimnis gelöst gekriegt habe. ja, gut. Ich hätte gedacht, dass die Insel jetzt irgendwie ein bisschen länger dauert, aber weil die Garbage Map hat ja schon ein bisschen länger gedauert. Aber ist ja auch nicht weiter schlimm, weil ich habe eine Ahnung, wo es weitergeht. Und dann kann man ja noch durchaus 5 Minuten dieser Folge davon verwenden, sich dahin zu bewegen. Wenn ich mich dann richtig erinnere, wir müssen mal wieder zu dieser Abrissbirne zurück. Da wurde mir nämlich inoffiziell ein kleiner Tipp gegeben, wie es denn weitergehen könnte. Und das sehen wir uns dann auch gleich an. Wenn ich, wie gesagt, den Weg finde, ich bin nämlich ein bisschen... Es ist ein bisschen länger her, das Spiel. Das war nicht die Abrissbirne, oder? Das waren diese komischen Typen, aber nicht die Abrissbirne. Hatte ich schon mal. Diesen sehr komischen Fehler. Ach ja, das sind diese Typen, die sich die ganze Zeit durch das Dings gestürzt haben. So lustig. Doch, das war die Stelle. Wie lief das nochmal? Das ging irgendwie. Muss ich ja nur richtig hinstellen. Man kann nicht draufspringen auf das Ding, aber... Naja. Ah, das ist doch... Ajo. Ja, lohnt sich denn irgendwas, was ich mir kaufen kann bei dem Typen eigentlich mal? Ich habe ja echt eine Menge Max tatsächlich im Moment. Schweißbänder. Ja. Könnte ich mir eigentlich echt mal eins kaufen für Terry, dann nippelt der vielleicht nicht ganz so schnell ab. Also, ey, macht wesentlich mehr Damage. Terry hat auch einen neuen Angriff gelernt mittlerweile. Einen noch stärkeren Schlag von oben. Was auch immer das zu bedeuten haben mag. So, das war jetzt Stufe 1, aber Stufe 2 war... Ich muss ja irgendwie höher kommen. So, was wir nochmal mit Level 2. Ja, bisschen Pferdefleisch. Geht immer. Und jetzt Stufe 3. Warum hab ich das letzte Mal nicht hingekriegt? Ist doch simpler, als ich dachte irgendwie. Oh. Ja, dann bedienen wir uns mal heute an der Suppe. Ich hab keine leeren Flaschen mehr.
Lol, was ist mit dem Junge? Oh, da kann ich nicht viel machen. Weil. Ich hab da. Es plant sich. Es greift eine Idee mir zusammen. Wo ist es dann? Ach ja, ihr wisst schon, was ich meine. Vielleicht einfach mal absteigen. Na? Überhaupt nicht kompliziert. So, gucken wir mal, wie es hier weitergeht, ne? Da ist eine leere Flasche, aber da komme ich nicht dran. Das müsste ich von hier aus, aber von da hinten aus. Ich muss mal am besten hier. Oh, da ist so eine Flasche. Die können wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Der sieht irgendwie. Das sind doch Power Rangers. Was zum Teufel machen die da? Gerechtigkeit nicht nachgeben. What the fuck? Was besteigen die am Typen da? Was? Ich muss. Das, der sieht sehr zombifiziert aus. Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, ich muss die Power Ranger töten. Das ist der neue Skill von Terry. Können wir mal ausprobieren. Oh, 500 Damage. Terry macht sich. Alter, was? Wie viel Schaden macht dein Bruder? Netter Crit von Terry. Oh, er weint. Gott sei Dank greift er mich nicht an und das ist dann doch wesentlich angenehmer. Der hat ganz schön was aus, der Junge. Was kann ich denn noch machen? Headslide. Nee. Versuch mal, ihn zu stunnen, indem ich ihn mit meinem Hintern betanze. Ah, oder auch so. Yeah. Watergun free. Das Gesetz gewinnt immer. Ich hab. Oh, die Salvation Rangers sind zu Ende. Ein Helm, wer kann den denn tragen, bitte? Einer von meinen Leuten. Mit Terry habe ich noch nie eine Kopfwettung gesehen irgendwie. Ah. Nett. Ist für Schocklock doch ein bisschen. Doch immer ein ziemlicher Bonus. Ist er oben rum? Wobei, gut, macht das keinen Unterschied? Ja, gut, aber das war jetzt auch. Das waren ungefähr die. Das waren nicht nur 5 Minuten, das waren sogar 7 Minuten, glaube ich, die über die Zeit gegangen sind. Über die Zeit der Insel sozusagen. Also daher, ich hoffe, euch hat mal wieder der kleine Einstand in Lisa gefallen. Gebt mir Bescheid, was ihr von dem Mikro haltet. Ob es ertragbar ist oder ob ich mich doch nach einer Alternative umsehen muss. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Lisa. Macht's gut, bis dahin.